Hi YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe dank meinem Chat, die ultra Bock darauf hatten, heute beim Vatertag ultra viele Leute gesehen, die betrunken Fahrrad fahren. Das Ganze war insane funny. Habt ihr Erfahrungen mit Frauen oder mit Männern oder welche Sexualität oder wie schaut's aus? Oder Tieren, vom Ding her. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da und jetzt viel Spaß mit dem Video. Fee wird heute 7 Mädels blind date. Hinter diesem weißen Vorhang stehen 7 Mädels. Jeder ein anderes Outfit, jeder ein... Chat, bevor irgendeiner von den Girls euch anfängt zu reden. Sie werden höchstwahrscheinlich österreichisch reden. Und nein, es ist nicht 7-mal Veni, Bro. Okay, es ist nicht 7-mal Veni hinter dem Vorhang. Jesus Christ. Jede Runde fliegt eine raus. Und der Vorhang geht nach und nach weiter nach oben, denn am Ende bleibt nur eine übrig. Okay. Stell dich mal vor. Ich bin die Fee. Ich bin 25 Jahre alt, komme aus Wien, produziere Popmusik mit Kindern, bin Single, gay und ich habe mich tatsächlich mit 12 schon geoutet. Oh, das Video darf Eli wieder nicht sehen. Was schaut denn hier raus? Das ist kein Video für Elias N97. Wie sieht so deine Traumfrau aus? Das Ding ist, ich war in einer sehr toxischen Beziehung. Mhm. Darum würde ich mir halt einfach jemanden wünschen, der verständnisvoll ist. Ja, komm, sag, fetter Arsch, große Möpse. Ehrlich ist, der Classic. Kommunizieren kann. Und so vom Typ her stehe ich eher so auf feminine Frauen, aber schauen wir mal, was wird. Damn, okay, was ist dein erster Eindruck? Fresh. Ist nice. Ja, okay, was haben wir? Ja, ist irgendwas Ultra-Absturz? Nee, ne? Ich glaube, ich finde die hier ein bisschen low. Kandidatin 3, perfekt. Ich liebe die Schuhe, ich habe sie auch. Also da kann man nichts falsch machen. Würdest du auch richtig gut zu Kandidatin 3 passen? Schon, oder? Irgendwie von der Vibe jetzt mal so? Ja, ja, das wäre ganz cool. Irgendein ja. Paar, was dich gar nicht so anspricht? Ich meine, jetzt... Ey, wenn zwei Girls oder zwei Dudes zusammen sind, muss doch voll OP sein. Man kann doch dann so die ganzen Klamotten teilen. Man halbiert den Preis, weil man ja zu zweit die Schuhe tragen kann. Bro, das ist so broken. What the fuck? Ist die Zebra-Hose noch ein bisschen nicht so im Kontext? Aber ich denke mir vielleicht, wenn man das ganze weiß nicht, Outfit was ich hier schreiben könnte soll. Es ja. Ich habe keinen könnte passen. Sinn macht. Ja, könnte passen. Aber jetzt so vom ersten Eindruck, mutig. Gewagt. Okay, willkommen zur ersten Frage, Chat. Meine erste Frage ist, wie würdet ihr euch in 3 Worten beschreiben? Das ist eine gute Frage. Okay. Ich würde mich beschreiben, zielstrebig. Reflektiert. Sympathisch. Kandidat Nummer 1. Wild, süß und ambitioniert. Okay, ja. Stimme. Ist cool, Stimme ist auch stark. Gut, so ein bisschen tief, so ein bisschen, ja, sexy. Ja. Kandidatin 2. Empathisch, loyal und kreativ. Ihre Schuhe sind mega hässlich. Ja, okay, nicht mega hässlich. Ich weiß nicht, was es ist, ne? Ich tendiere immer dazu, Sachen so richtig scheiße zu machen. Wenn irgendwas so, wenn sowas so 2-plus-mäßig gut ist, dann sage ich so, ist mega scheiße. Ich weiß nicht, so viel zu sympathisch, Digga. Ja, Mann, hast recht, Digga. Sympathisch auf jeden Fall eines der 3 Wörter, wie ich mich selber beschreiben würde. Das sehe ich nicht. Leidenschaftlich, ein bisschen crazy und... Raus. Digga. Wie würdest du dich in 3 Wörtern beschreiben? Ehrlich, humorvoll, abenteuerlustig. Ja. Ist alles ein bisschen boring. Ist alles ein bisschen Arsch bis jetzt. Ich glaube, das erste fand ich am besten. Was war das? Wild, süß und ehrlich oder so? Das fand ich am besten. Nummer 4 muss raus. Ja, ich okay. Dachte. Dann Kandidatin Nummer 4. Du kannst ja vorkommen. Okay. Sie hat Kandidatin Nummer 4 rausgeschickt. Oh, hallo. Hi. Ja. Das Outfit. Ich liebe das Top. Ja. Danke. Falsches coole Make. Ich weiß nicht, ob die zusammengepasst. Extrem cool, auch Haare cool. Bro, wirklich, lesbische Girls sind immer so, oh mein Gott, so hübsch. So hübsches Outfit, Bro. Digga, sag doch einfach, ey, mein Outfit sieht übertrieben scheiße aus oder sowas. Die sind immer viel zu nett, Bro, wirklich. Nette Leute, einfach ekelhaft. Nein, das ist echt süß. Richtig gut aus. Super. Ja. Aber man cool, muss auch sagen, ihr Outfit ist auch echt cool. Ihr Outfit ist auch echt cool. Voll die geilen kurzen Haare. Ja, ist richtig. Ist kurze Haare? Ich find's mega cool, aber es ist halt jetzt nicht so mein Typ, wo ich mir... Guck mal. Sophie sagt so, stehst du auf kurze Haare? Und dann guck mal in ihr Gesicht. Kurze Haare? Ich glaube, sie hat gesagt, nee, finde ich mega scheiße. Da hat sie gesagt, ey, das können wir auf YouTube so nicht sagen. Sag's nochmal normal. Ich find's mega cool, aber also, ich find's mega fresh, aber also... Jetzt nicht so mein Typ, wenn so. Ja. 3, 2, 1. Jetzt macht die Zebrahose mehr Sinn. Ja, weil sie so eine Schlaghose ist. Das macht schon mehr Sinn, auf jeden Fall. Diese hier, ist es 5? Ja, 5 und 6 ist mega low. Vor allen Dingen 5. 5 sieht mega lame aus, in my opinion. Und 3 sieht aus, als wäre es Toni.
Also drei können legit, hi, ich bin Reef TV gleich um die Ecke gekommen. Ich sage euch so, wie es ist. Ja. Eins und drei ist Beste. Ja, auf jeden Fall mit Abstand. Vier, die Hose sieht mega scheiße aus, die Schuhe sehen mega scheiße aus. By the way, eines der drei Wörter, mit denen ich mich beschrieben habe, ist sympathisch, ladies and gentlemen. Ja, also no joke, alles scheiße außer 1 und 3. Also kann man ganz kurz zusammenfassen. Okay. Ja, ich liebe die Hose von vorletzter Kandidat. Bro, was? Bruder, das sieht aus, als würde sie Cripwalk-Tutorials auf YouTube machen. Martin. Ja? Ach, super. Nummer 5? Ja, so. Bro, wie heißt auf denn das? Fall, so eine Ballonhose, oder? Ja, so eine Vintage-Jogginghose, oder? Gute Ballonhose. Ja, voll. Nice. Ah, also, die Ringe sieht man auch. Stimmt. Wollt ihr mal alle eure Hände zeigen? Ich wette, alle haben Ringe. Haben alle kurze Fingernägel? Ja. Iconic. Super. Wichtig. Ich habe das letztens bei einer Freundin gesehen, die hatte komplett lange Nägel, außer die zwei. Ja, habe ich echt schon gesehen. Ja, das habe ich auch gesehen. Sheena David hat das mal. Ich habe halt lange Nägel, aber ja. Mein Gott. Das repräsentiert mein Sexleben im Moment. Aber warum? Mann, Neid, Junge. Es geht um fucking die Oh mein Gott. Ich wollte irgendwas Lustiges sagen, was Wilbo dann muten kann. Und das ist das Erste, was mir eingefallen ist. Holy shit. Aber dass die Frage von Neid kommt, wundert mich jetzt an der Stelle nicht. Danke nochmal, dass du meinen Channel moddest. Mega fresh. Habt ihr Erfahrungen mit Frauen oder mit Männern oder welche Sexualität oder wie schaut's aus? Oder Tieren, vom Ding her. Kandidatin Nummer 1. Oh man. Also ich weiß, dass ich mich in beides verliebt und ich habe mich schon sehr oft in eine Frau verliebt. Aber bis Digga, eins ist stark. Ich finde, von 1 ist die Stimme sehr, 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 sehr anziehend. Ich habe mich schon sehr oft in eine Frau verliebt, aber bis jetzt ist meistens nicht draus geworden, weil ich sehr schüchtern bin. Hm. Eins für die stark. Also ich stehe nur Frauen und das schon seit, keine Ahnung, seit ich denken kann. Ich meine, meine Verwirrtheit mit 16 oder in der Pubertät habe ich definitiv gehabt, aber ich stehe nur Frauen. Da sehe ich mich. Ich sag's dir, ich finde das so attraktiv, wenn eine Frau so voll auf Frauen steht. Ja. Ah, okay, ist das so ein Ding? Ist das so ein Ding? Findet man das dann attraktiver? Ich glaube, in heterosexuellen Konstellationen finden Männer es, glaube ich, hotter, wenn das Girl B ist, oder? Weil die dann so denken, oh, Digga, da kann ich Dreier machen. Ich glaube, gay people haben Angst, dass die Person dann Familie aufbauen will und dann durchzieht. Oh, das ist ein interessanter Take. Boah, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Man halt als lesbisches Girl Angst hat vielleicht, dass das B-Girl dann halt Kinder will und dann halt mit einem Guy dann lieber zusammen ist, weil sie mit dem Kinder bekommen kann. Wow, interessant. Same. Wie kann man nicht auf Frauen stehen? Okay, das ist aber auch ein Take. Wie kann man nicht auf Frauen stehen? Als heterosexueller Mann macht es keinen Sinn. Bro, Mike, was ist los? Wie kann irgendeine Person auf Männer stehen? Ich habe das schon so oft gesagt, Bro, wir sind einfach nur so gottverdammte Oger, Junge. Wirklich, wir sind einfach so Oger, Bro, die so mit so, wie so aus Warcraft 3, Digga, mit so zwei Köpfen und so einer Keule rumlaufen, Bierbauch, behaarte Schwanz. Checkt ihr, was ich meine? Während das weibliche Geschöpf sehr viel ästhetischer ist, all in all. Also ich kann mir tatsächlich was mit beiden vorstellen, aber bei Frauen bin ich eher schüchterner. Süß. Würdest du den ersten Schritt machen? Ich bin auch eher schüchterner, aber ich sehe es kommen, einfach zwei Lesbien. Ja. Ich bin schüchtern. Mir ist das halt schon so oft passiert einfach, ist nicht so leicht. Aber ja, es ist so ein Zusammenspiel, I guess. Vielleicht, wenn es die große Liebe. Okay, sagt ehrlich, glaubt ihr, es ist schon einmal zu einem actually Date gekommen nach dieser Show? Weil ich glaube nicht daran, sage ich euch ehrlich. Niemals, dass es nicht mal annähernd passiert. Okay. Aber die Frage ist, wer davon ist es? Ja, das ist jetzt echt schwierig, weil die waren alle gute Antworten. Okay, jetzt bin ich gespannt. Sweet irgendwie. Mach den Vorhang! Ja, sagt ihr irgendwas? Achso, nee, warte mal. Erstmal die 5 raushauen, die Hose ist unfassbar Absturz und die 6 auch. Und dann den Vorhang hoch. Ich überlege gerade, Nummer 1, ich kenne dich nicht, oder? Vielleicht. Oh mein Gott. Ich glaube, ich weiß. Echt? Okay, so klein ist die Szene halt. Ja. Das ist aber die Frage, woher kennt ihr euch? Woher kennen wir uns? Längere Geschichte, also eigentlich ursprünglich... Gibt es Grindr für Gay Girls? Oder ist Grindr nur für Gay Guys? Weil jedes Mal, wenn ich Grindr sehe, sehe ich es bei Mike und dann sehe ich halt tendenziell eher Guys, you know?
Grindr ist für beide. Okay. Über Bumble, I guess. Ah, ihr habt mal gedatet? Ja. Nein, nein, das Ding ist... Wir haben uns gematcht. Wir wollten uns treffen. Genau, dann hat sie mir geschrieben. Dann habe ich sie geghostet, weil ich damals noch so an meiner Ex-Freundin gehangen bin. Weil das war so einen Monat, nachdem ich meine Ex verlassen hat. Und dann habe ich ihr irgendwann wieder geschrieben. Und jetzt... Ja, letzten Samstag. Ja, Samstag. Ist das unangenehm, Bro. Ja, das ist ja jetzt richtig unangenehm. Willst du sie rauswerfen? Ja, das ist urunangenehm jetzt. Wie weit seid ihr denn schon gegangen? Wir haben nur... Ihr habt euch noch nie in echt gesehen? Doch, doch, wir waren auf der Party letztes Mal. Ah, okay. Lassen wir sie noch drin. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Ja. Kannst du da Mike einschleusen? Das wäre geisteskranker Content. Oh mein Gott. Oder warte, wir rufen ihn an. Ruf Mike an. Jo, Mike, was geht ab? Du bist on stream? Okay, pass auf. Ich habe eine super Idee, okay? Wir müssen dafür beide nach Wien fliegen und du musst 10 schwule Männer daten. Wie geil findest du das? Ja, wenn die hot sind. Perfekt. Alles klar, das war's auch schon. Ciao, ciao. Okay, easy. Ja, ich versuch das. Ich schreib sie mal an und dann versuche ich das zu klären. Mädels, kurze Quick-Runde. Habt ihr schon mal jemanden betrogen? Oh. Nein, das habe ich noch nie gemacht. Wenn, dann habe ich mich sofort entschieden. Also du hast dich betrogen und dann hast du... Dann, wenn es zwei waren, habe ich eine Entscheidung getroffen. Also du hast schon mal betrogen, aber dann halt direkt dich dem Ganzen hingegeben. Sagen wir nein. Sagen wir vielleicht. Okay. Nummer zwei? Das ist echt spannend bei Lesbien. Ja, das nehmen wir jetzt auch so hin. Also ich bin ehrlich, ich war 16 und noch jung und naiv und meinen ersten Freund habe ich betrogen und ihm das aber auch direkt gestanden. Ja, scheiß auf den, war eh ein Wichser. Scheiß auf den Typen, Re-Ramp. Scheiß auf den. Aber ich meine, gut, Sayung. Ja, verzeihen wir. Ja. Nummer drei. Ich habe tatsächlich noch nie betrogen. Ja? Das, also drei ist mir sympathisch. Das mögen wir. Mhm. Kandidatin vier, hast du schon mal betrogen? Nein, ich habe noch nie betrogen und ich finde es auch absolut scheiße. Sehr gut. Ja. Ich finde es absolut scheiße. Oh mein Gott, das ist Sveni? Hast du schon mal betrogen? Betrogen habe ich jetzt nicht, aber wenn ich dann gemerkt habe, dass Interesse für eine andere Person bestand, dann habe ich mich für die zweite entschieden, leider. Okay. Das klingt aber so. Ja, okay, aber no joke, das, also Real Rap, dann ist es. Ich finde, wenn man in einer Beziehung ist, man lernt jemanden kennen und sagt dann der Person, mit der man zusammen ist, ich mach Schluss und lernt dann die andere Person kennen. Es ist obvious nicht die englische Art, die englisch feine Art, sag ich mal, aber ist okay, I guess. Solange man das vorher abgeklärt hat, finde ich das okay. So casual, das klingt, als würdest du es immer so machen. Weil ja? Es kann halt passieren, man kann sich das ja nicht aussuchen. Ja. Kandidatin 6, hast du schon mal betrogen? Nein, ich habe noch nie betrogen. Das klang sehr klar und gut. Ja, und das kam auch so sofort. Ja. Mein Gott, da hast du ja schon so ein Wechselbad der Gefühle, ne? Ja. Nummer 5, singt und spielt Gitarre. Das. Hüpft aber gerne von Girl zu Girl. Mein Gott. Ja. Your battle. Ist halt so, ja. Nein, okay. Sie macht sich die Eier raus. Verstehe ich. Ja. Also nicht, verstehe ich nicht, ist deine Entscheidung, ich habe damit nichts zu tun. Okay. Ich würde euch alle drin lassen. Es tut mir so leid, ihr seid sicher alle mega cool. Aber ich entscheide mich jetzt in dieser Runde, ich muss halt für Nummer 3. Es tut mir so leid. Nein, warum denn Reef, Bro? Okay, Kandidat Nummer 3. Oh nein, jetzt muss ich wieder zurückgehen zu 9 Stunden Just Chatting Streams. Oh Mann, Bro. Reef Team! Hi! Wie süß. Schön, dass du da bist. Ja, die ist hübsch. Aber ich finde auch, die hätten nicht zusammengepasst, oder? Die sehen nebeneinander, sehen die jetzt nicht aus wie ein Couple, in my opinion. Aber richtig sweet bist du. Ja, danke schön. Vielleicht connectet ihr euch einfach nur mal auf Instagram. Ja, fix. Genau, so machen wir das. Tauschen wir aus. Haha, werden die nie machen. Na gut, schön, dass du da warst. Wurde nie gemacht, 100%ig nicht. Ich will fragen, wollt ihr einmal Kinder haben? Und wenn ja, wie? Also ich liebe Kinder. Ich hätte voll gerne Kinder. Ich würde auch Kinder adoptieren. Süß. Ja, würdest du adoptieren? Ich würde auch adoptieren. Also ich würde einerseits gerne ein Kind bekommen, aber ich würde auch liebend gerne ein Kind adoptieren. Mein Chat, sie meint im Sinne von, sie liebt Kinder zu haben. Also sich vorstellen, Kinder zu haben, nicht im Sinne, sie liebt Kinder
Oh mein Gott, dieser Chat macht mich fertig, wirklich. Kandidatin Nummer 3, wie stehst du zu Kindern? Ich will auch Kinder, egal ob adoptiert oder eigene Kinder. Je nachdem, was sie halt einfach ergibt. Ja. Können auch mehrere sein. Auch sehr gut. Die machen es wieder schwer. Es ist wirklich schwierig. Kandidatin 4? Ja, ich würde sagen, wie sich's entwickelt. Ich dachte eigentlich immer, ich werde die reiche Single-Tante. Ohne Kinder und ohne nichts. Aber ja. Same. Mag Kinder, sind süß. Wir können auch beide die reichen. Das war richtig auf Krampf, die hat gar keinen Bock auf Kinder. Ja. Pack ein, ja. Digga. Ja. Komm, machen wir halt ein paar. Kandidatin 5? Ich mag Kinder, aber ich weiß noch nicht, ob ich Kinder haben will. Ist ja auch noch Zeit, aber du möchtest keine Kinder? Doch, du möchtest ich Kinder? Möchte am liebsten sofort, ich liebe Kinder. Ja, dann ist es doch jetzt an der Zeit, mal die Hose rauszumachen. Also die Hose rauszuvoten. Vote ja, die halt so Hose. Geht ja nicht an. Ja, Bro, geht nicht 4 oder 5 ja. Muss jetzt raus, und los. Und sie hat auch dreckige Schuhe. Ja. Das ist dann auch ein wichtiger Punkt. Naja, Kandidatin Nummer 5, komm bitte hervor. Oh, ich hab Angst. Oh, sie ist sicher richtig cool. Oh, sie ist richtig süß. Oh, krass. Okay, habe ich mir gar nicht vorgestellt. Ja, okay. Und komm nach Hause. Dankeschön. Danke. Ja, die hätten aber als Couple gepasst, glaube ich. Die war süß. Ich dachte, sie sieht ganz anders aus. Eine coole Hose. Richtig cool, ja. Das einzige nervig das, bei den Hosen. Das ist ein dicker L für sie hier. Ich glaube, das hätte gut gepasst. Du hast absolut keinen Gay da. Meistens liegt daran, dass ich vielleicht nicht gay bin, sondern hetero. Meistens kann vom Ding her daran liegen. Okay. Apache steht hinter dem Vorhang. Boah, wirklich, ich finde das auf 4 so unfassbar Absturz. Ich finde, das sieht so scheiße aus. No joke. Damn. Alle Outfits sind wirklich solid. Also ich glaube, Outfit 3 ist jetzt nicht so mein Mega-Favorite, aber 1 und 2 sehr, sehr solid, 3 ist cool, 4 ist Mega-Absturz. Also respectfully Absturz. Ihr checkt schon, was ich meine. Wenn es der Person gefällt, ist ja, also so, wie ich mich anziehe, würden auch Leute als Absturz bezeichnen. Ihr checkt schon, was ich meine. Ist ein oberflächliches Format, bla bla bla. Wow. Aber 4 sieht mega scheiße aus. Ja, Nummer 2 macht jetzt absolut Sinn. Die Hose nämlich, die eben so oben so ihr irgendeinen Namen Geschenkdingens hat. Ja, und dann das Crop-Top, aber das enge, ich liebe. Welches Outfit findest du am besten? 1. 1. 100%ig 1. 1000%ig 1. Wirklich, da gibt's auch gar nichts zu diskutieren. 1 ist das beste Outfit. 100%ig. Nummer 2. Echt? Ja. Krass. Was glaubst du macht Nummer 1? Ich weiß es. Oh. Ja. Na gut, dann überspringen wir das. Kandidatin 3? Sie ist sweet irgendwie. Und Kandidatin 4? Ja, das ist crazy. Ich lieb's. So ist es nicht. Was? Also, aber ich übersetze mal kurz. Sie findet's mega kacke. Sie dachte, sie besser aus. Das ist die Übersetzung hier. Ist auch gut. Schon, oder? Ich find's richtig gut, ja. Frage für bereit. Es hat was. Sieht mega scheiße aus, ist die Übersetzung. Und zwar, ist euch in der Beziehung wichtig und worauf steht ihr so? Ich bin sehr kreativ und ich stehe darauf, viel zu experimentieren. Auch mit vielleicht ein bisschen so Essen dekorieren oder so. SX. Essen dekorieren? Okay. So Spaghetti, wie in dieser einen Hilf-mir-Folge, wo die dann so ihren Boyfriend überrascht hat mit dem Spaghetti-Bolognese auf ihrem Bauch, so mäßig. Papa? Ja, genau. Wie bei Sex in the City, so. No joke. Sorry, dass ich oft anhalte, aber ich muss es nochmal kurz sagen. Essen und Sex sind zwei Sachen, die funktionieren nicht gut zusammen. Das sind zwei Sachen, die Living Buffet. Das sind zwei Dinge, die passen nicht zusammen, Bro. Das ist mega Quatsch. Oh, hast du es schon mal gemacht? Nee, noch nie. Würdest du? Es wird Zeit. Ja, also ich bin auch sehr offen für alles eigentlich. Ingwer auf die Eiche. Was, Digga? Oh mein Gott, Digga. Ich will mich einfach nur löschen, Digga. Kandidatin Nummer 2, worauf stehst du im Bett? Also ich stehe auf Leidenschaft einfach generell. So, wenn der Vibe passt, dann kann man viel Spaß miteinander haben. Ja. Sie ist es auch für mich. Ja, ich glaube, so ist es echt für jeden Menschen. Also vom Ding her, also, oder? Oder? Also. Und Kandidatin 4? Ich muss jetzt leider ein bisschen dezent antworten, wenn meine Mutter das sieht. Aber ich würde meinen, Sex safe wichtig, aber jedem seins. Und auf was ich stehe, ist tatsächlich, wenn man mit Eiswürfelchen so ein bisschen spielt. Ja, okay, muss ich dazu erwähnen. Von der Attitude gibt mir Person 4 so ein bisschen Henke-Vibes. Tatsächlich. Das ist, ich finde, wenn Henke ein Girl wäre und lesbisch, dann wäre das Henke einfach. Ja, Digga, ich habe heute wieder 3 Sachen designt. Jo, ich bin Henke, Digga. Ich mache ein paar Tweets am Tag. Sex, safe, wichtig. Aber jedem seins. Und auf was ich stehe, ist tatsächlich, wenn man mit Eiswürfelchen so ein bisschen spielt. Das müsste ich dazu erwähnen. Ja. Ja, das ist, glaube ich, stark. Habe ich noch nie gemacht, auch. Ich mag, eigentlich fand ich die Antwort von
Nummer zwei sehr relatable, also alles von Blümchen bis wirklich viel experimentieren und würgen und alles mag ich alles. Mhm. Okay, ich finde persönlich, Blümchensex ist overhated, okay? Das ist nicht so shit, wie alle sagen. Vielleicht nicht immer, okay? Aber es ist overhated 100%. Okay, sag mir, wen du denn liebsten. Vier. Okay, es tut mir so, so, so leid. Aber die vier. Nummer eins, es tut mir so leid. Nein, was? Oh mein Gott. Okay, also das Ding ist, die muss auf der Party, muss sie so langweilig gewesen sein. Anders kann ich mir das nicht erklären. Also die haben sich ja vorher schon mal getroffen. Das muss das langweiligste Date auf Erden gewesen sein, sonst check ich's nicht. Du kannst ja vorkommen. Hey. Ja. Die ist süß. Ich finde, die würden auch gut zusammenpassen. Wenn die da so stehen. Ich finde, das wäre ein richtig gutes Couple, vom Optischen her. Das ist ein L. Das hätte gut gepasst, finde ich. Du da warst. Also, danke auch. Ja. Aber voll die Süße. Richtig. Voll die Hübsche. Richtig die Hübsche, richtig die Süße. Naja. Vielleicht war es die falsche Entscheidung. Vielleicht. Weiß nicht. Okay, nächste Runde. Du musst jetzt noch eine rauswählen. Ich muss noch eine rauswählen. Semifinale. Worauf stehst du denn? Stehst du eher so auf Good Girls oder auf Bad Girls? Eher auf Good Girls, aber Bad Girls haben halt auch irgendwas Magisches an sich. Check ich. Die beste Kombo ist immer, egal, sag ich jetzt nicht. Mhm. Sag ich jetzt nicht, ich will hier nicht zu viel verraten von meinem privaten Leben. Good Girl in the Streets, Bad Girl in the Sheets. Das wollte ich sagen. Jetzt ist es raus. Also übersetzt heißt es quasi, ein gutes Girl in den Straßen, ein schlechtes Girl in den Laken. Oh mein Gott, das reimt sich auf Deutsch auch. What the fuck? Fuck? Hä? Street Sheets, Straße, Laken? Na gut, okay, das ist jetzt nicht so ein sauberer Reim, aber... Boah, ich würde sagen, eine gute Mischung von beidem. Aber ich glaube, es geht eher in die Bad-Richtung. Okay, warum Bad? Ich hatte eine wilde Jugend, sagen wir es mal so. Erzähl mal die baddeste Sache aus deiner Jugend. Eine von den drei musst du jetzt rausholen. Das muss sein. Ja, die drei ist ultra kacke. Vote die drei. Es tut mir so leid. Aber irgendwie, mich würde... die History noch mehr interessieren. Nummer 3, es tut mir so leid. Ah, mega. Okay, dann Nummer 3. Let's go. Hi. Hi. Schön, dich kennenzulernen. Ja, schön, dich kennenzulernen. Was wirklich diese Story? Was? Die Story, die ich gemacht habe. Ja, die will ich wissen. Ich habe damals mal ein Auto geklaut. Jetzt erzählt sie es doch. Gerade ging's nicht, jetzt geht's doch. Und da war ich etwas jünger. Und da steckte der Schlüssel drin und ich einfach eingestiegen. Dumm und jung. Und du wurdest erwischt? Ich hab's zugegeben, selber. Ach krass. Sie hat ein Auto geklaut. Das ging nicht so. Und was passiert? Was machen, so Zeitstunden oder so? Ich war 2 Wochen im Jugendarrest. Bro, sie hat self-snitched. Auch einfach ein Knasti. Alter. Bro, allein crazy. Also. Hä, aber wenn da ein Schlüssel steckt, ist das nicht auch irgendwie Dummheit auf eigene Gefahr? Mir ist das ja, mal schon passiert. Ja, das ist Dummheit auf eigene Gefahr. Ja. Ich habe meinen Schlüssel gesucht, bin drauf gekommen. Er ist die ganze Zeit einfach gesteckt und ich war einfach stundenlang weg. Aber danke trotzdem, gell? Danke, ciao. Ja, da war aber auch jetzt nicht so eine Magic zwischen denen. Da war jetzt irgendwie nichts. Ich glaube, das ist gut, dass sie die rausgewählt hat. Finale. Alright. Du hast hier noch 2 übrig. Du musst. Ja, jetzt. Boah, das ist jetzt tricky, die sind beide langweilig. Keine Ahnung, wie nimmt man da jetzt? Wie sieht eure Traumfrau aus? Kandidatin Nummer 1? Also ich habe nicht wirklich eine Präferenz, Haarfarbe, Augenfarbe ist mir eigentlich egal. Ich schaue eher auf ein hübsches Lächeln und einen nice Body. Cute. Angelina Jolie ist okay. So All-Time-Favorite, ganz oberflächlich gesehen. Okay, ja. Check ich. Auch cool. Das stimmt. Nicht mein Type, aber check ich. Stimmt auch. Okay. Ein Junge, hört mal auf, Veni zu schreiben jetzt. Ja, Bro, sie muss ja die 1 nehmen. Also die 1 ist ja vom Vibe her weitaus näher dran, oder? Mit der 1 wird sie aufs Date gehen. Ich glaube, ich weiß es auch. Ja, wer glaubt. Du hast ja seit 3 Runden einen Favoriten. Ja, sie soll die 1 nehmen. Bitte nimm die 1. Mein Gott. Hau die 2 raus. Kandidatin Nummer 2, du bist leider raus. Oh mein Gott, holy shit. Das ist eine falsche Entscheidung. Big. Okay, die hat ja eine Haltung, sie schreckt. Sie? Oh, freut mich. Ja. Dass du da bist. Danke. Hat okay. Sie gefallen? Okay, finde ich aber fresh. Sie steht ein bisschen so, als hätte sie Rasierklinge unter der Arm, Bro. Sie steht ein bisschen so wie Leute so in Berlin-Kreuzberg rumlaufen. So, you know? Das ist das Einzige, was ich so ein bisschen weird finde. Aber ansonsten fresh eigentlich. Bereit? Oh mein Gott, I'm so excited. Sie ist gut. Oh Gott. Sie ist artsy, sie ist cute. Sie ist perfekt, glaube ich. Ja. Das hättest du am Anfang gar nicht gedacht.
Ja, weil die Schuhe auch extrem hässlich sind. Ja, nur die. Also, sorry, falls du gerade zuguckst, die Schuhe sind nicht so cool. Ich hoffe, niemand von denen sieht dieses Format. Genau. Ja, ja. Oh mein Gott, das wäre so angenehm. Ich habe das gespürt. Okay, dann die Gewinnerin, du kannst jetzt hervorkommen. Oh, okay, krass. Ja, das passt. Das ist krass. Das ist krass. Das finde ich, sieht gut aus zusammen. Dankeschön, du auch. Ja, das finde ich, das ist sick. Das ist das beste Matchup bis jetzt, finde ich, von diesem Format. Krass. Geht in die Ferne. So, aber das war es dann aber wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielleicht gewinnt Vene ja beim nächsten Mal. Okay, 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 okay,